Neustadt Glewe fährt digital. Das hat Rüdiger Kircher beschlossen. Nun dirigiert er seine Züge mit gleich zwei Fernbedienungen in der Hand. Mehrere Loks können dabei manövriert werden und außerdem macht es wesentlich mehr Spaß, meint Kircher. Die anderen Eisenbahnkollegen schwören noch auf analog. Wie zum Beispiel Jochen Luckmann. Für ihn ist der technische Fortschritt ein Teufelszeug, selbst auf den realen Schienen. Ja, die Dampflok ist noch die Technik, die man besehen kann, wenn sich da was bewegt. Und für die Dampflok braucht man erfahrene Leute, die die bedienen konnten, die von der Pike auf die Eisenbahn gelernt und studiert haben. Und heute kann ja in der Diesellok und in der E-Lok jeder mit einem Kurzlehrgang die Dinger bewegen und schimpft sich auch Lokführer. Und das kann ich nicht leiden. Große Männer, kleine Spielzeuge. Eine so ziemlich eigene Welt. Im Maßstab 1:87 nachgebaut, umfasst sie über 100 Kilometer Schienennetz rund um Ludwigslust. In der städtischen Sporthalle gab es das Miniaturwunder am Wochenende zu bestaunen. Diese Lokomotive, die fährt jetzt in diese Richtung hier. Die hat die Adresse 46 und die soll diesen Güterzug abholen. Ja, man sieht hier, ich habe den Regler jetzt auf links stehen. Sie fährt jetzt mit halber Geschwindigkeit. Tender rückwärts. Rückwärts darf die Lok sowieso nicht so schnell fahren wie vorwärts. Gegen die Entgleisungsgefahr einer Dampflok. Und jetzt durchquert die Lok gleich den Bahnhof Neustadt-Glewe. So, jetzt werde ich mal langsam abbremsen. Jetzt haben wir ein Auslaufgeräusch der Lok. Seit über 30 Jahren gibt es die Eisenbahnfreunde Ludwigslust. Heute zählt die eingeschworene Modellbauergemeinschaft bis zu 20 helle Köpfe, jeder mit eigenem Know-how. Und dem einen oder anderen ist der gewöhnliche Rahmen einfach zu eng. Also ich habe meine teilweise Modelle selber gebaut, also Dampfloks und so, aus Bausätzen. Die sind aus Weißmetall und aus Messing, wurden zusammengelötet, zusammengeklebt und dann eben alles 200, 300 Teile zusammengefügt, lackiert. Lackieren, muss ich sagen, habe ich dann machen lassen, weil da muss man wieder Spezialtechnik haben und so. Und es war außergewöhnlich. Zur Jahrtausendwende haben die Ludwigsluster Eisenbahnfreunde beschlossen, das Mammutprojekt zu starten. Zum 125-jährigen Stadtbestehen 2001 war das Herzstück fertig. Das Werk von Jochen und Christopher Luckmann verewigt das Bild des Ludwigsluster Bahnhofs aus den späten 70er Jahren. Papa Jochen macht gerne eine kleine Führung. Das Stellwerk ist nicht mehr da. Die Schrankenwehr der Bude ist nicht mehr da. Die Nebengebäude für die Lokführer und für das Personal ist nicht mehr da. Das Signalwesen ist nicht mehr da. Die Stellwerke, die neu nach dem Krieg gebaut worden, auf dem neuesten Stand gewesen sind, sind nicht mehr da. Und da ist nur noch Lokschuppen und Wasserturm. Lüblo, Techentin, Karstädt, Neukalles, Dömitz, fast jedes Örtchen aus der Umgebung wurde in unzähligen Stunden mühsamer Handarbeit originalgetreu nachgebaut. Als Vorlage dienten alte Karten, Fotos und Erzählungen der Zeitzeugen. So viel Leidenschaft und Liebe zum Detail kann einem nur in die Wiege gelegt werden, meint Luckmann Junior. Es waren viele Hobbys vorhanden, auch was man dann so zur Kinderzeit mitkriegt. Und fängt dann im Kleinen an, auf dem Teppich, wie es dann immer so ist, ne? Mit Spielen und mit Fahren und irgendwann wird es dann größer und mehr und dann möchte man auch mal ein größeres Projekt machen. Und da sehen wir jetzt, was draus geworden ist bis heutzutage. Ne? Bis heutzutage heißt sage und schreibe 13 Jahre. So viel Zeit hat das Vorhaben bisher gebraucht und das Ende ist noch lange nicht in Sicht. Die meisten Modellbauer betrachten ihr Hobby als eine Art Lebensaufgabe. Oder machen einfach das Hobby zum Beruf, wie Guido Kollruss. Also als Kind war ich schon Eisenbahn fasziniert und habe das schon als Kind umhergebastelt. Und mein Traumjob war dann mal Lokführer oder ist immer noch Lokführer. Und dann bin ich vor über 30 Jahren Lokführer geworden. Und ja, nun fahre ich im Großen mit der großen Eisenbahn und dann zur Entspannung fahre ich dann auch noch mit der kleinen Eisenbahn. Ne? Also ich beschäftige mich damit. Ne? Für den Nachwuchs gab es im Nebenraum noch die Eisenbahn zum Anfassen und zum Toben. Die Nachbildung des Liniennetzes MV wurde von der Deutschen Bahn gesponsert und sorgte bei den Kleinen für kaum weniger Begeisterung als das Miniaturspielzeug für Erwachsene. Wo die Liebe hinfällt, hätte dazu nur der eine oder andere Eisenbahnfreund sagen können.